Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen News-Update zum Spiel Farm Together 2. Ja, heute gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Es gab kleinere Bugfixes mit dem Update. Aber es gab eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und deswegen möchte ich dann doch nochmal ein ganz kurzes Video dazu machen. Und zwar seht ihr schon hinter mir das Feld. Ich habe jetzt hier meine Farmhelfer eingestellt. Und hier bei dem Feld ist es zum Beispiel so, dass immer Karotten angebaut werden. Scheinbar bin ich dann irgendwie rausgegangen, wo die noch nicht so ganz neu angebaut wurden oder so. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt aber aktuell zum Beispiel Sommer. Und im Sommer können keine Karotten angebaut werden. Das heißt, bei den Karotten geht's noch, weil man da drei Jahreszeiten hat, wo dann immer wieder neu angepflanzt werden kann. Also da hatte ich bisher noch keine Probleme mit. Aber beispielsweise hier bei den Linsenfeld. Das ist also ein Feld, wo ich dann ja extra Futter zum Beispiel für die Schafe herbekomme. Oder halt natürlich auch, um Aufwertung zu machen. Da habe ich zum Beispiel auch das Problem, dass nicht regelmäßig angebaut werden kann. Dem können wir jetzt aber mit dem neuen Update Abhilfe verschaffen. Und zwar gehen wir dann hier auf die Steuerung vom Farmhelfer. Und da sehen wir hier schon, da wird dann automatisch das, was man beim letzten Mal ausgewählt hat, eingefügt. Nämlich Linsen sollten hier angebaut werden. Wir haben jetzt aber das Ganze erweitert bekommen für bis zu 4 Pflanzen. Das heißt, also laut der Erklärung der Entwickler ist es so, es wird wohl als erstes versucht werden, die Pflanze, die hier bei Nummer 1 drin steht, dass die angebaut wird. Wenn das nicht möglich ist, dann wird die Pflanze Nummer 2 angebaut. In meinem Fall, da es ja jetzt nicht allzu viel gibt, sage ich jetzt mal, worunter ich jetzt aussuchen kann, in meinem Fall kann ich jetzt hier die Kichererbsen reinsetzen. Das heißt, in den Monaten Frühling bis Sommer würde der dann automatisch immer die Linsen anbauen, wenn er da was frei hat. Und in den Monaten, beziehungsweise Jahreszeiten, nicht Monaten, Herbst und Winter, würde er dann die Kichererbsen anbauen. Das heißt, ich mache jetzt hier die Kichererbsen als zweites rein und ja, kann dann einfach auf zurückgehen. Und dann wird alles hier dementsprechend der Jahreszeiten angebaut. Ja, und eine weitere Sache, die noch angegeben worden ist, die jetzt nicht so wichtig ist, aber die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Laut der Beschreibung wurde ein zusätzlicher Arbeitsschritt bei der Falafel eingebaut. Ich vermute, ich habe es natürlich jetzt nicht so, dass ich es nachgucken kann, aber ich vermute mal, dass das ebenso wie beim Salat nur ein Schritt gewesen ist vorher und dass sie da jetzt zwei Schritte draus gemacht haben. Ja, das war's dann auch schon mit den Änderungen für heute. Ich habe ja schon gesagt, dass es kein langes Video werden würde, aber gerade die Änderungen bei den Farmhelfern fand ich doch sehr wichtig, sodass ich sie euch auf jeden Fall mitteilen wollte. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!